Im Leipziger Zoo wurde eine neue Welt geschaffen. Ein Kontinent. Afrika, mitten in Leipzig. Monatelang Arbeit auf Hochtouren. Damit es hier aussieht wie im richtigen Afrika. Doch erstmal gibt's wenig Exotisches. Das Ding haben wir gesagt, wird versetzt. Das wird noch gemacht, aber jetzt ja, haben aber die das so ein. Zu genau, halt. Ey, es ist zum Kotzen, jetzt Schluss. Na, was soll denn das jetzt? Dafür aber Stress. Ihr wolltet das doch raussetzen. Auf der Baustelle. Nee. Die Kante ist hier. Wir haben das schon rausgesetzt. Nee, aber die Kante ist doch hier. Die Langhälse mussten Auto fahren. Und die Erdmännchen wurden Ausbrecher. Die Olsenbande vom Zoo Leipzig, haben wir schon. Oh, mein Tee! Hey, zurück! Du hast doch fünf davon an dem. Nuff, 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 nuff. Manch einer verlor die Nerven. Und es ging drunter und drüber. Leipzigs Afrika. Ist es dennoch zusammengewachsen? Das Projekt Afrika beginnt mit einer Nacht- und Nebelaktion. Tierpfleger Michael Ernst und Marco Mehner waren im Vogelpark Marlow, um neue Tiere für die Leipziger Savanne abzuholen. Bisher lief alles problemlos, aber der Teufel steckt wie so oft im Detail. Zieh mal den Riegel. Da oben, guck mal, da ist noch eine Sicherung. Nee, das... Na, aber man muss es doch irgendwie aufkriegen. Erstmal grundsätzlich so. Na bitte, das Tor nach Afrika geöffnet. Also ich schiebe jetzt. Achtung. Hau! Das ist extra für den Hänger so gebaut. Fünf afrikanische Strauße, noch ziemlich verwirrt, sind so gut wie am Ziel ihrer langen Reise. Marco, also wenn du mit reinkommst, dann können wir zu zweit. Hier ist auf dem Platz. Nimm meine Schnuckels. Oder wollen sie doch lieber im Hänger bleiben? Komm, huscht mal. Na komm. Wir haben doch Henkel. Naja. Na geh. Vorwärts, komm. Komm. So. Ja, so ist. Na los, geh. Rein. Na, rein. Das Ende einer Dienstfahrt. Eine von vielen Premieren in dieser Woche. Und diese Afrikaner? Auf Abwägen. Immer wieder büchsen sie aus. Die Ausbruchskünstler planen einen neuen Coup. Einer steht Schmiere. Also wie gesagt, das ist, entweder ist er das jetzt, der jetzt über dem Felsen, dorthin ist also eine Stelle, wo dieser Absatz jetzt endlich ist. Da schafft es einer wirklich von unten hoch zu springen und macht dann über den Felsen raus. Aber wie gesagt, bloß einer. Die anderen, die haben also hier den Felsen letztendlich die Möglichkeit gefunden. Und zwar gehen die hier rein, hier unten, das sieht man ganz gut. Die haben also hier den Felsen, hier diesen Kunstfelsen geöffnet nach unten hin. Sieht man ganz gut, wie der Beton dort noch steht. Und kommt dann eben hier raus, Vorsicht. Einmal hier, unterm Bambus. Na Hasi, hä? Und jetzt seht ihr gerade hier das ganz Neue. Seht ihr, so sieht das dann aus, das zerstörte Felsen. So ein Mist. Ertappt. Die hascheln eben auch immer hier drüber über die Straße, wo jetzt immer Baufahrzeuge noch. Habe ich manchmal jetzt eben auch die anderen Kollegen eben hier angesprochen von den Bauarbeitern. Mensch, passt mal auf eure Erdmenschen auf, die sitzen hier mitten auf dem Weg, wir müssen jedes Mal anhalten und gucken, ne, und so.
Wir können es leider nicht verhindern. Ich kann ja nicht den ganzen Tag um die Anlage rumhörscheln. Ich habe auch noch andere Tiere zu betreuen. Deswegen haben wir Schilder dran gemacht, dass vorne das Safari-Büro auch wieder Ruhe reinkommt. Na, und die nicht natürlich den ganzen Tag mit den Leuten zu kämpfen haben, die jetzt ähnliche Meldungen vorgeben. Na. Die Zoobesucher petzen. Ha, trotzdem. Der Wühlsport ausbrechen wird bei allen Erdmännchen, bis auf einige wenige faule Ausnahmen, immer beliebter. Die Zebrastuten können jetzt umziehen nach Afrika. Grommet, der Hengst, muss noch im alten Stall bleiben. Bei drei, eins, zwei, drei. Ich denke, das wird nicht hier, oder? Warte mal. Knochenarbeit, so ein Zebraumzug. Bis zu 450 Kilogramm wiegt eine Stute. Alle Tierpfleger packen mit an. Gemeinsam für Afrika. Du hast doch fünf davon an dem Fuß. Wo ist das? Zebra. Kommt das jetzt? Sieben Zebras sind erfolgreich im neuen Afrika-Haus angekommen. Doch noch ohne Mann im Stall. Aber Grommet, der Hengst, wird bald nachkommen. Die Erdmännchen unter Arrest. Fast alle Ausbrecher hinter Gittern. Na komm her, komm. Nur ein Erdmännchen muss noch gefangen werden und dann ist Schluss. Fein, gucke. Mit lustig. Hier musst du hergucken. Na komm her, komm. Jo, ganz fein. Gucke hier, na, gucke her, hier. Na, gucke hier, das passiert gar nichts. Ja, du bist bestimmt einer der Ausflugskünstler, der das schon mal gemacht hat, ne? Na, gucke hier, komm her, komm. Na, jo, siehst du, passiert nichts hier. Ja, ich weiß, es ist ganz komisch, hä? Blau. Guck hier. Na komm, hier komm, süßer. Ja, ne fein. Ne gucke hier, ne fein. Das ist schön, hä? Ist das, hab ich euch alle. Ach, das ist wunderbar. Schnell muss man sein, hä? Super. Tja, was ein echter Raubtierpfleger ist. So, mein Hase. Ach, Mensch, bin ich froh. Ich hab euch alle erwischt. Hä, meine Süßen. Ach, Mensch. Ich will jetzt gleich die Bauleitung anrufen. Die wollen heute noch anfangen, die Anlage aufzuschachten und abzudichten, dass die dann eben nicht mehr ihre Ausflüge machen können. Weil es war ja gestern wirklich so, die sind draußen im Rosental schon gewesen, im Allwald. Und da hat dann ein Tierheim, das dort hinten ist, das Golisser, haben die dann gefangen, zwei. Na, und die werden wahrscheinlich nicht wiedergekommen, weil die zu weit weg sind. Na, und wenn dann noch Hunde die vielleicht jagen oder so, dann verrennen die sich und da verlieren die Tiere. Und das ist nicht so gut. Na, und deswegen müssen wir jetzt unbedingt an die Anlage ran, um die abzudichten. Ja. Ein Fall für Maurermeister Czernitz. Der kennt alle Tricks der Ausbrecher. Hier unten ist nicht richtig gespritzt gewesen. Und da sind, guckt's Maschendraht. Und da haben die Löcher gefunden und da ging's ab mit Sack und Back und da waren sie weg. Sind nun alle Fluchtwege zugespachtelt? Oder hat der fleißige Handwerker doch was übersehen? Gleich nebenan ein historischer Moment. Als erste Tiere des neuen Afrika-Hauses sollen die Strauße raus ins Vorgehege. So, dann warten wir nur noch rauskommen. Na, Sie gucken ja schon mal interessiert. Das hat doch wirklich noch nichts zu bedeuten. Ach, guck mal, doch. So vor für Effekt, die gehen erst raus, wenn wir hier alle weg sind. Ja, genau. Garantiert. Das müssen wir erst mal ins Straußenhirn hinein. Und das kann dauern.
Also der Strauß gilt nicht allgemein als die Intelligenzbestie unter den Vögeln. Wir können uns ja mal dort in die Ecke, wo sie uns nicht sehen. Und mal gucken, was da passiert. Gehen wir dort auf Richtung Anlage. Was sagt's denn? Aber wenn die sich bewegen, das ist wirklich richtig wie eine Grazie. Hä? Mhm. Das sieht ja, ähnlich frisch, wie du. Deshalb haben wir dich ja ausgewählt. Ja, klar, das ist schon klar. Du bist nahezu. Also, du bist perfekt angepasst. Ja. Hier mit denen, wenn du mit denen dann durchs Gehege schwebst. Vor allem das Schädelvolumen. Vom Schädelvolumen. Ja, doch, wenn du alle fünf zusammennimmst, dann kommen sie an dich ran ungefähr. Bei diesen Afrikanern steht ein gewichtiges Rendezvous an. Nein, du kriegst dich mal wieder ein. Der ist so heiß wie Frittenfett. Ja, was soll er schon großartig machen? Ja, freut sich jedes Mal, wenn er Sarafine sieht und ist recht erregt. Und fietscht ja hinter mir herum. Ich hoffe, dass die Absperrung hält und er sie nicht gleich selbst öffnet. Aber Sarafine hat momentan mehr mit den Neuigkeiten ihres Geheges zu tun, als sich um den Bullen zu kümmern. Die Frauen treiben einen zum Äußersten, das ist einfach so. Ja. Die lassen einen da stehen wie ein Trottel. Beruhig dich, Meister, beruhig dich. Ist doch gut. Na ja, gut. Ich mach mal auf. Und mit der Ruhe. Mit der Ruhe ist's vorbei. Begrüßen sich gerade etwas lautstarker, unfreundlicher sowieso, aber naja, gut, bis jetzt ist es noch nicht so schlimm. Nur ein bisschen konnte man ja vielleicht damit rechnen, ne? Aber Rollentausch. Serafine greift den Bullen an. Ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man sie so nebeneinander sieht, ist der Größenunterschied doch recht beträchtlich. Und natürlich auch der Kraftunterschied der beiden Tiere. Also wenn es der Dugo wirklich ernst meint, wird es ein bisschen eng für die Serafine. Doch Dugo bleibt Gentleman, reagiert sich lieber beim Laufen ab. Im Afrika-Haus schon wieder Aufregung. Eine Giraffe aus Prag. Höchste Anspannung bei den Pflegern. Das muss ja zugemacht werden. Die muss also auf geraden Wege die Schräge runter in den Stall rein. Das muss wie eine Gasse sein und da muss sie durch. Und woanders darf sie nicht lang. Ja, also jetzt bricht sich hier die Knochen, wenn sie hier runterfliegt. Also Michaela, wenn du mal ein Bein sehen willst, kannst du mal hier durchillern, durch den Spalt. Die äußerst misstrauischen Langbeiner gehören zum heikelsten, was man im Zoo bewegen kann. Ruhe bitte. Auf keinen Fall dürfen sie in Panik geraten. Deshalb sind Spezialisten aus Tschechien mit der Erfahrung von mehr als 100 Giraffentransporten am Werk. Ein Tuch? Die Giraffe hat 8 Stunden Fahrt in den Knochen. Sie scheint sich an den engen Hänger gewöhnt zu haben. Das ging letztlich leichter als erwartet. Erstes Tête-à-tête mit der Neuen. Der Chef meint, der Hals wäre schief. Der Hals ist schief. Der erste Schritt ist getan. Doch die große Herausforderung wartet morgen auf den Zoo. Ja, wir werden morgen früh beginnen, dann unsere eigenen Giraffen, die im alten Stall noch stehen, umzusetzen. Und wir hoffen, dass wir morgen Abend dann sagen können, die Giraffen sind erfolgreich umgezogen. Die Erdmännchen. Noch immer unter Arrest. Ey, du weißes Erdmännchen. Wie sieht's denn aus, Erd? Fertig. Kannst du rauslassen. Ja? Ist fest. Gut, dann lassen wir mal die Olzenbande raus. Ich will sehen, wo sie kommen.
Der Erhard hat das jetzt bestätigt, dass alles trocken ist, der Beton und alles okay ist. Und jetzt können sie wieder raus. Und dann werden wir sehen. Ich denke, es wird schon im Laufe des Tages, vielleicht auch der nächsten 2-3 Tage, herausstellen, ob die Anlage erstmal vorübergehend wenigstens dicht ist. Na ja, toll, ja. Der verklüppt mich. Und naja, mal sehen. Sie sehen die natürlich jetzt auch schon, dass dort oben Felsanbauten noch dran gemacht worden sind und eben solche Wege schon abgeschnitten. Er hat das Loch aufgebuddelt. Da braucht er nicht zu buddeln. Da ist zu, dort unten. Der Olzenbande vom Zoo Leipzig, herrlich. Doch für Egon und seine Bande sind die fetten Zeiten vorbei. Und bei den Nashörnern? Ndugu bleibt bei seiner Strategie der vornehmen Zurückhaltung. Also das Verhalten von dem Elefantenbullen bei der Paarung. Sich kleiner machen und dem Weibchen zeigen, dass er nicht so groß und gefährlich ist. Und er gelangt schließlich auch so ins Ziel. Nur beim Abschluss hapert's noch. Ach, ich bin nicht unzufrieden dafür, dass wir heute zum ersten Mal zusammengelassen haben. Die beiden Tiere, die doch unerfahren sind in der Fortpflanzung, ist die Sache bisher sehr gut gelaufen. Wir haben weder Verletzungen noch irgendwelche anderen Sachen zu beklagen. Zum Beispiel auch keine psychischen Sachen, was natürlich auch gefährlich werden kann. Dass das wie zu einer Blockade führt. Der Aufreitversuch war okay. Der Dugo lässt mit Sicherheit noch keine Ruhe. Ja, hat ausgeschachtet. Das ist auch gut, zeigt, dass er auch zumindest im mechanischen Sinne zeugungsfähig ist. Jetzt steht er wieder schön drauf. Jetzt sieht man atmen, jetzt hat er Betriebstemperatur erreicht. Das ist wie bei einer Dampflok. Oh, bleibt schön stehen. Noch nicht ganz so ausreichend, aber immerhin. Die Routine kommt beim Üben. Ja, müssen wir sehen, das ist alles noch nicht halb, ist noch nicht ganz. So eine Nasenpaarung dauert eine halbe Stunde normalerweise. Das sind alles bloß Spielchen hier. Das wird schon noch ein bisschen brauchen, bis es richtig funktioniert. Aber wollen wir froh und zufrieden sein, dass es so geklappt hat, wie es geklappt hat. Dass wir uns eigentlich beim Zusammenlassen, beim Zeitpunkt getäuscht haben. Denn so hundertprozentig waren die Anzeichen ja nur auch nicht gerade. Schon ganz okay. Wir müssen nicht heute ein Nasenbaby machen, morgen reicht auch noch. Genau. Gut Ding. Will Weile haben. Früh am nächsten Morgen. Es ist soweit. Giraffenumzug. So, fertig. Die erste Hürde ist genommen. Doch die kurze Fahrt birgt auch ihre Tücken. Nicht alles ist so stabil wie der Transporter. Hängt aber gut in den Federn. Ach, es brennt! Das kriegst du in Rechnung! Wenig später vor dem neuen Giraffenhaus. Es wird brenzlig. Die drei Giraffen sind äußerst angespannt. Die ungewohnte Situation und die neue Umgebung machen ihnen Angst. Keine Chance, sie vom Hänger zu kriegen. Und dann spitzt sich die Situation plötzlich zu. Knöpfchen versucht, an der Seite durchzubrechen.
běžte, holky, běž si běž, hodná, hodná, hodná. Jdeme, 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 holky, jdeme, jdeme, jdeme. Doch irgendwie klappt's dann doch. Ganz unspektakulär. Die drei Altleipziger treffen erstmals auf ihre neue tschechische Mitbewohnerin. Man scheint sich zu verstehen. Deutsch-tschechische Freundschaft in der Afrika-Savanne. Bleibt noch Giraffenbulle Max. Ja, kein Problem. Bull, Bull ist ruhig. Perfekt. Ja, komm. Bei den Löwen ein Sorgenkind. Der kleine Löwe, nur wenige Wochen alt, bekommt nicht genug Milch von seiner Mutter Luena. Die Pfleger müssen zufüttern. Also noch kriegt er von der Mutter ein bisschen Milch, das reicht aber eben nicht aus. Was wir jetzt hier haben, ist ein Gemisch aus Leber und normaler Katzenmilch als Übergangslösung. Da ist die Muttermilch gewöhnt und kriegt plötzlich was, was ganz anders schmeckt. Und wenn man bis jetzt bloß bei der Mutti gesoffen hat, dann schmeckt das nicht unbedingt gut. Der kleine Löwe heißt inzwischen Malik, auf Suaheli König. Doch für Jürgen Winkler wird er mehr und mehr zum großen Sorgenkind. Das ist absolut nicht der große Hunger. Das ist das Rückwärtstrinken. So richtig schmeckt das nicht. Ich würde es auch nicht saufen. Das können Sie ehrlich sagen. Er soll immer wieder noch Hunger haben, wenn er zur Mutti zurückkommt. Im Prinzip mehr oder weniger jetzt Erhaltung. Dass das Gewicht nicht noch viel weiter runter geht, aber dass er immer gezwungen ist, noch Hunger zu haben und versucht, bei der Mutter zu saufen. Denn wir möchten keine Handaufzucht machen, sondern dass er eben noch insgesamt bei der Mutti bleibt und auch ein Löwe wird und nicht ein Menschenkind. Wir probieren es noch einmal, letztes Mal. Hm? Ein Versuch ist es wert. Ja, 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 ja. Verschluck dich noch. Ist ein Zeichen davor, dass es noch verhältnismäßig gut geht und unsere Sorgen vielleicht vom Sonst sind. Und wir werden es weiter probieren, denn so wie es bis jetzt ist, dass man laufend abnimmt, das ist nicht die schönste Sache. Was soll nur werden mit dem Kleinen und seiner Mutter Luena? Auf der neuen Afrika-Savanne im Leipziger Zoo geht es endlich auch tierisch afrikanisch zu. Die Grevy-Zebras, die Strauße und die Säbelantilopen haben das riesige Freigehege in Beschlag genommen. Nur eine Tierart, die fehlt noch. Die 6 Rothschild-Giraffen standen bis heute vor verschlossener Tür. Nun sollen sie zum ersten Mal raus auf die Anlage. Anspannung bei den Tierpflegern. Giraffen gelten und sind es auch als extrem schreckhaft. Und das ist nun was völlig anderes. Es ist ein anderer Bodenbelag, es ist eine andere Abgrenzung. Draußen stehen irgendwelche Leute, die kennen die Umgebung nicht. Wir vermuten, dass sie erstmal nur rausgucken und vielleicht gar nicht rausgehen. Auch das ist möglich, dass gar nichts passiert. Also dass sie einfach dort stehen bleiben, wo früher die Absperrung war und sagen, nö, jetzt noch nicht. Jetzt hat aber, glaube ich, erscheint die auch gleich ihre Hemmschwelle überwunden. Wie das aus? Oh, wie die schiebt. Die Knöpfchen. Bis jetzt alles. Jawohl. Scheiße. Wow. Weltpremiere auf der Afrika-Savanne. Die Giraffen haben den Schritt gewagt. Noch nicht alle, aber immerhin. Während die beiden neuen Langhälse aus Holland und Tschechien noch im sicheren Vorgehege warten, erkunden die anderen 4 ihr neues Zuhause. Noch extrem vorsichtig und zur Sicherheit noch abgetrennt von den anderen Savannenbewohnern. In allen Punkten schwer überzeugend, unsere Giraffen, bis auf 2. Die werden schon irgendwann mal kommen, aber das sind halt die, die besonders scheu sind. Also die eine spricht halt Tschechisch, die andere Holländisch oder Flämisch oder wie sich das nennt.
vielleicht finden sie sich noch nicht so richtig zurecht. Aber das kommt. Also die sind auch drin, die am meisten scheu sind. Und deshalb wird es auch bei denen länger dauern als bei den anderen. Das wird schon. Eile mit Weile im neuen Afrika. Bei den Löwen jedoch ist keine Zeit zu verlieren. Luena hat ihren kleinen Sohn verstoßen. Luena, guck mal. Jörg Gräser in Sorge. Und so am Gitter? Geht der manchmal hin, so ans Gitter oder so? Also wenn so man hier, ab und zu. Ja, aber wenn man hier so hinhält, da tut es manchmal ein bisschen komisch, da geht er meistens gleich rückwärts. Mhm. Bei den anderen beiden geht er mehr hin. Ja. Mhm. Da steckt er immer die Pfoten durchs Gitter. Ja, die fahren auch manchmal gleich an, wenn du ihn hier hast irgendwie. Luena, komm mal hier. Was ist denn das hier? Wer ist das? Nun guck mal, wer ist das hier? Ja. Wer ist denn das? Nun guck mal hier. Wer ist denn das hier? Nun, wer ist denn das? Nun, wer ist denn das? Nun, guck her. Das ist dein Baby. Sag mal, das ist dein Baby. Jo. Wer ist denn das, der Mutti? Ja, das ist Mutti. Na, ich denke, ihr seid hier ein festes Team. Ja, na, guck mal, das ist Mutti. No. Ein kleiner Löwe und ist ein, Baby. Ein großes Problem. So. Du musst nur noch warten, bis der Mischa hinten an der Lodge ist, nicht dessen umrennen. Zebrahengst Grommelt soll heute Liebe machen. Wir wollen heute zum ersten Mal die Zebras mit ihrem Hengst zusammenlassen. Ich meine, bei Krebi-Zebras kann es haarig werden. Also die sind sehr impulsiv, also müssen wir jetzt einfach gucken. Irgendwann muss man es ja mal machen. Und das Wetter ist schön, die Anlage ist ein bisschen abgetrocknet und naja, Heidewitzka, da müssen wir mal gucken. So, es geschieht. Das erste Zusammentreffen. Wie wird er sich anstellen? Ist geil, hä? Ist ja bei Krebi-Zebras so, dass die Hengste feste Reviere haben und die Stutengruppen durch die Reviere so durchstreifen. Und wenn er Glück hat, ist er schnell. Und wenn er Pech hat, ist er nicht so schnell. Dann sind sie weiter im nächsten Hengstgebiet. Ja, und damit es schnell geht, muss er ein bisschen üben hier. Nützt ja nicht. 8 Stunden gilt es zu beglücken. Viel Arbeit für einen Anfänger. Und dann sind die Krebi-Zebras vom Paarungsverhalten sowieso im Gegensatz zu anderen Zebras wie Esel. Und da wird gebissen und da gibt's mit Hufen vor die Fresse. Also richtig, das geht richtig zur Sache. Die brauchen so ein bisschen SM. Viele Leute wo im alten Gehege noch haben immer gesagt, Mensch, der beißt die Stuten und die bluten und das ist völlig normal. Also die ansonsten fetzt das nicht. Wenn der nicht richtig vorher auf die Fresse kriegt, dann will der gar nicht. Und dann klappt's doch noch. Für Marabu Katharina gibt es kein Entrinnen. Komm her. Einen Fuß und noch einen Fuß und anwinkeln und stillhalten. Entspann dich, Mäuschen, entspann dich. Leicht gesagt, wenn man den Schnabel halten muss. Jetzt sind Mädels da, jetzt wo er gegriffen ist, sind sie da. Der will jetzt zu mir kommen und will den Schnabel festhalten. Die Katharina hat was am Flügel. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo der veralterte Kiel sein soll. Und hier, was weiß ich. Hier? Oh ja, die sind nicht wieder. Ja, die sind verletzt worden. Ja, und ist das tut Schatten. Und ja, hab ich der ist abgebrochen, der hat mal geblutet hier. Ja, da war richtig der Eitrich da innen. Da sieht man auch nicht mehr Eitrich. Das heißt, siehst du ja hier noch die Reste, wo mein Darm ist. Ja, das ist es ja. Also gut. Ja, ist noch geil. Aua. Nicht mit Schimpfen zu drehen, ja? Kann ich mir vorstellen. Die bilden noch weg, ja. Obwohl ich das Blut gehe. Gut. So, ich hörte, der würde auch nicht so gut im Allgemeinbefinden sein, stimmt das?
Und der hängt aber möglicherweise mit der Entzündung zusammen. Mhm, könnte sein. Naja, wir haben ja auch, aber auch Keime gefunden. Ein bisschen aufpassen. Im Darm. Der kann jetzt aufpassen, die nicht, unbedingt hin, bitte. So, das kriegt erstmal. Das geben wir ein etwas länger wirkendes Antibiotikum, das wir jetzt 3 Tage lang verabreichen müssen, einmal am Tag. Ich hoffe, in 3 Tagen geht es wieder besser. Na dann, bringen wir ihn raus. Katja Rasputin wartet schon. Gerade erst hat Hengst Grommet die Liebe entdeckt und gemeistert. Da kommt schon die nächste Herausforderung. Langhälse. Also die Zebrastuten kennen ja die Giraffen, das ist kein Problem. Der Hengst kennt sie nicht. Muss man einfach mal gucken. Noch ahnt Grommet nicht, was Großes auf ihn zukommt. Einige Köpfe größer. Flößen die hohen Tiere ihm Respekt ein? Ist ein bisschen wie weglaufen. Jetzt kann Michael Ernst das Ganze einfach nur noch laufen lassen, eingreifen. Fast unmöglich. Machen kann man nicht viel. Man ist eben bloß dann ganz schnell vor Ort und kann zum Beispiel einen Tierarzt rufen. Oder wenn man jetzt sieht, dass hier die große Panik losgeht und alles rennt wüst durcheinander, dann kann man eben auch noch diverse Türen aufmachen und die Tiere versuchen wieder zu trennen voneinander. Und der scheint recht robust zu sein auf den Füßen, muss ich mal bemerken. Kann ich in der Mitte lang laufen? Das war aber nicht so ganz ohne. Es sieht nicht wirklich so aus, als ob er sich vorher guckt, wo er hinrennt. Also, da gibt es schon ein paar gefährliche Ecken hier. Und was das bedeuten würde, wenn jetzt ein Zebra zum Beispiel sich die Beine bricht, das muss man jetzt nicht groß ausmalen. Das kann man also nicht in der Tierklinik irgendwie gipsen und heilen. Das wäre im Prinzip das Todesurteil für das Tier. Ne? Also das ist Flucht, die zweite. Es wird panisch. Das hat auch die Giraffe Angst. Jetzt kriegst du aber die Giraffe jetzt rein. Das ist auch nicht schlecht. Das war Action. Ein bisschen, auf jeden Fall. Micha muss wohl jetzt eingreifen, bevor was Schlimmes passiert. Wo ist er denn jetzt? Ist er in der Truppe drin? Die scheiß Giraffen jetzt endlich mal aufhören würden, hier rumzurennen. Grommet dreht durch. Nicht mal mehr der Stromzaun hält ihn auf. Das ist ja Mist. Jörg. Hola. Morte, wir lassen die Zebras rein! Evakuierung. Erstmal ist Grommet in Sicherheit. Malik wächst unter Jörg Gräses Obhut auf. Der versucht alles, dass er sich trotzdem wie ein Raubtier fühlt. Jetzt gehen wir zum kleinen Tiger rüber. Wir haben immer so von 8:30 bis 10 einen Malik mit dem kleinen Tiger zusammen. Damit er eben jetzt das Stottern mal ein bisschen auskämpfen kann und mal ein bisschen spielen kann. Und so eben mit Großkatzen eben auch mal ein bisschen rumdeimen kann. Denn die haben ja ein ganz anderes Spiel, als wenn der jetzt mit uns rumkastert. Ne? Und früh, erst mal früh morgens, da lasse ich dann immer ans Gitter mit dem Rudel von den Löwen. Also dann sieht der Papa, sieht er die Tante und auch die Mutti. Damit die eben auch immer Kontakt haben, da kann der am Gang rumrennen und da geht er auch und da ruft er auch ständig nach seiner Mutter. Wobei, also die ist weniger interessiert, aber Kimberly ist sehr interessiert an ihn. Und die ist auch immer ganz lieb so am Gitter. Tja, also es ist wirklich eine irre schwere Entscheidung, was man nun macht. Ne? Ich möchte auch nicht, dass er verletzt wird. Ne? Hey, mein Dicker, jetzt gehen wir erst mal spielen. Also wie im Kindergarten abgeliefert, so ungefähr ist das, ne? Alles klar. So. Guck mal, das sind deine Freunde. Mal schauen. Na, hoffentlich. Freunde, die beiden kleinen wilden Tigerjungs. Also macht hier keinen Ärger, Tomak und Taimur.
Hier läuft's nicht so gut mit den Gestreiften. Ein Zaun trennt seit kurzem Giraffen und Zebras. Zebrahengst Gromit macht immer noch Probleme. Beim letzten Versuch, die Gestreiften mit den gefleckten Tieren zusammenzulassen, reagierte er panisch. Doch es hilft nichts. Michael Ernst und Marco Mehner wollen einen neuen Versuch wagen. Gromit muss sich an die Giraffen gewöhnen. Jetzt ist nur noch der Zaun, der praktisch die Zebras davon abhält, zu den Giraffen zu gehen. Und den bauen wir jetzt weg. Also der wird also unten weggenommen, die Zebras können zu den Giraffen, Giraffen können aber nicht zu den Zebras. Und da müssen wir mal gucken, was passiert. Der Augenblick der Wahrheit. Gromit, ängstlich. Giraffen neugierig. Und die Pfleger gespannt. Gromit versteckt sich. Seine Zebradamen dagegen wesentlich mutiger. Ladies first. Sie wagen den Grenzübertritt von Zebraland nach Giraffia. Da kann Gromit natürlich nicht abseits bleiben. Er setzt sich an die Spitze der Bewegung. Dieses Treiben wird durchaus registriert. Rückzug. Das geht Gromit, nicht. Hier geht's nicht weiter. Das ist ein Feigling durch und durch. Ich meine, klar, das Endziel kann ja nicht sein, dass die sich immer noch da hinten zurückziehen können. Irgendwann sollen sie ja wieder mal alle vereint auf der Anlage stehen. Aber so wie es aussieht, wird das nur noch ein paar Tage dauern. Ja. Herrscht doch hoffentlich bald wieder Frieden in Afrika. Die Königin der Erdmännchen hat allen Grund, stolz zu sein. Sie hat Nachkommen. 4 kleine Prinzen oder Prinzessinnen. Alle gesund und munter. Nicht erschrecken. Tina Lessig schaut jetzt öfter mal vorbei. Gucken, wie es den Kleinen geht. Fein, hm? Eure Kinder mit draußen. Klasse. Hier, komm mal her. Ein für die Mutti, genau. Na, komm mit raus, du Zwerg. Oje, was war denn das? Feind da. Hm? Die Gruppe, die kümmert sich super um ihre Kinder. Hat man jetzt gerade schön gesehen, also wenn irgendein ungewohntes Geräusch wie jetzt von diesem Flugzeug hier auftaucht oder was anderes, dann sind die sofort mit ihren Kindern im Bau verschwunden. Das ist auch ganz wichtig, dass sie gut aufpassen, weil die einheimischen Greifvögel und vor allen Dingen auch die Krähen, die könnten natürlich so einen Zwerg mühelos erbeuten. Nein, da passen alle auf, dass den Kleinen nichts passiert. Bei den Erdmännchen ist die Aufzucht der kleinen Prinzen und Prinzessinnen Sache für den ganzen Hofstaat. Alle helfen mit. Ist also auch ganz wichtig für so eine Erdmenschengruppe, dass die ab und zu mal einen Wurfjunge haben, den sie großziehen können, weil sich bei den Erdmännchen ja alle Tiere um die Kleinen kümmern. Und das stärkt dann also den Gruppenzusammenhalt auch richtig. So, meine Guten, ich habe jetzt noch eine Melone für euch. Wollt ihr euch die auch noch angucken? Mal legen wir mal hier, wo es ein bisschen gerade ist, der Boden. Bitte schön. Eine wahrhaft königliche Speise. Hm. Aber ist das auch schon was für die Kleinen? Afrika fast komplett. Nur die Graumulle fehlen noch. Gut, nuff, 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 nuff. Heute sollen sie ins neue Heim ziehen. Hast du geguckt, ob er Zahnstein hat? Ja. Doch vorher wird gefummelt. Micha Ernst und Kleinsäugerexperte Christian Kern wollen die Geschlechterfrage klären. Mach aber schnell. Ich muss ewig rumnehmen. Der Experte unsicher. Brauchen wir einen Vergleich hier. Was hast du jetzt gemurmelt?
Da muss ich einen Vergleich sehen. Ach so. Ich weiß doch jetzt nicht, das wird wahrscheinlich ein Mensch, denke ich mal, sein. Mit Vorsicht. 66. Oh, 968. Muss ja dann die Schachtel zurückwiegen. Das sieht alles gleich aus mit denen. Also hier würde ich nämlich zum Beispiel sagen, hier ist gar nicht so ein... Was denn? Na, lass es mal als Mann laufen. Ah, alles Männer. Oder was? Das würde ich auch mal als Mann laufen lassen. Oder doch nicht? Guck mal, hier sind ja auch relativ deutlich ausgeprägte Zitzen. Mhm. Also hier, hier. Da ist es schon mal gut. Schreib mal vermutlich Weibchen. Wir brauchen jetzt das Weibchen, um zu sehen, wie ein Weibchen aussieht. Aber schon die Kollegen von der Universität Halle haben gesagt, dass es relativ schwierig ist, die zu sechsen. Deswegen haben wir haben sichere drei Männchen, haben auch ein sicheres Weibchen, aber wir haben sechs ungesexte Tiere. Und wo wir jetzt einfach mal schauen wollten, vielleicht kann man das rausbekommen, was für Geschlechter sind. Vielleicht auch nicht. Tja, wohl eher nicht. Das ist vielleicht ein Männchen. Ja, das war's. Und wann wird umgezogen? Die kleinen Erdmännchen. Ist das alles hoch hier? Zu hoch. Seitdem die Erdmännchengruppe Nachwuchs hat, wird sie von Tina Lässig verwöhnt. Und ganz besonders die frisch gebackene Mama. Wir füttern die also jetzt nicht mehr nur zweimal am Tag, sondern meistens so dreimal, damit eben erstens die Mutter ausreichend hochwertige Nahrung hat, dass die auch ordentlich Milch produzieren kann. Denn vier so eine kleine satt zu kriegen, ist ja schon ziemlich anstrengend. Denn wenn man sich die Mutter mal anguckt, also sie sieht dann immer schon ziemlich ausgezehrt aus. Kein leichter Job, Erdmännchenmutter. Aber es geht ja so schnell, dann sind die Kleinen groß. Ja, der Kleine hat also jetzt schon ein Stück Melone hier gefressen, oder versucht es zumindest. Mensch, das klappt ja schon toll. Also ein bisschen was fressen die schon auch mit von den obstlichen Sachen und so, aber hauptsächlich ernähren sie sich trotzdem noch von Muttermilch. Muttermilch, ein gutes Stichwort. Los geht's. Nichts wie ran. An Mamas Zitzen. Lecker Muttermilch mit Melonengeschmack. Malig. Aus dem Kleinen ist ein ausgewachsener Löwe geworden. Doch das Löwenrudel akzeptiert ihn nicht. Der Chemnitzer Zoo aber will ihn aufnehmen. Pass auf. Endlich die Lösung. Malik muss nicht mehr allein sein. Eine junge Löwin wartet in Chemnitz. Es ist ja nur auch ein gutes Los für ihn vorgesehen, dass er eben mit einer Partnerin zusammenkommt. In einem anderen Zoo. Und da wird er auch aufblühen, denke ich mal. Das dauert zwar auch ein paar Tage, aber dann hat er wenigstens jemanden zum Rumkaspern und fühlt sich nicht so alleine dann auch. Ja. Und das wird schon. Es soll ein schöner Abschied werden. Jörg geht an die Arbeit, will Malik ein ganz besonderes Geschenk mitgeben. Zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit. Jetzt ist das schon der erste Teil des Nestes. So, hier. Jetzt ist das Ding fertig. Wir können die schön spielen. Ich habe den ja hier schon den Korb gebackt, den Malik, was der jetzt so mitkriegt. Die verschiedensten Sachen. Und da ist eben auch die Beschreibung habe ich schon mit reingetan. Ach, da sind aber was am Papp rühren. Mit was er eben so gerne gespielt hat. Hier noch ein Lebkuchengewürz. Barbella. Ein Medizinball. Da kriegt auch seine Bowlingkugel noch mit. Also reichlich da. Wenn sie mal nicht miteinander spielen wollen, da kennst du
so beschäftigt. Malik wird es gut haben in Chemnitz. Trotzdem, der Abschied ist nicht leicht. Tschüss, Malik. Machen wir dann ein bisschen hier Hanf-Substrat reinlegen, weißt du? Hanf? Ein bisschen Reggae-Musik einspielen. Hey. Endlich der letzte Umzug, die Graumulle. Das neue Haus fast fertig. Eigentlich benutzen die doch Toiletten, ne? Die haben doch, wenn die so Kammern haben, ja, haben die auch Toilettenkammern. Aber die ist hier nicht eingebaut. Ja. Ja, zumindest haben wir es nicht dran geschrieben. Also in einem natürlichen Gangsystem haben die dann mehrere Kammern und eine wird als Toilette benutzt. Also wir haben denen die Möglichkeit gegeben, auch unterirdisch zu leben. Also normalerweise graben die also sehr ausgeprägte oder sehr, sehr weiträumige Systeme und haben auch mehrere Wohnräume. Wie Christian gerade sagt, also sie haben auch Toilettenkammern, Vorratskammern, Aufenthaltsräume. Also bei uns haben sie eine Diele und ein Wohnzimmer. Muss man so nehmen. Also wir haben uns ein bisschen zurückgehalten. Also, und wir hoffen ein bisschen, dass sie nicht in ihr Wohnzimmer kackern. Wer tut schon sowas? Du? Gleich. Und mit dem Einzug der Graumulle ist Afrika komplett. Schmeiß rein. Nee, ich will die nicht reinschmeißen wegen diesen Vogelspinnen. Marien. Was bei denen nur verrückt ist, dass die Grabzähne oder diese großen Schneidezähne praktisch vor der Mundöffnung sind. Also nicht wie bei uns, dass die Zähne hinter den Lippen sind, sondern die haben ihre Zähne vor den Lippen. Macht sich auch ganz gut beim Graben, da hat man nicht dauernd Erde im Mund. Das ist eine ziemlich feine Sache. Der erste traut sich runter, guck mal. Ja, es geht alle mit. Da unten ist schön. Wenn das Licht da noch drin ist, das sieht man hier richtig gut. Also wir werden dort so ein paar kleine Nähmaschinenfunzeln einbauen, so Nähmaschinenbirnen, dass es dort so leicht schummrig ist, sodass die Besucher also auch die da unten sehen können. Jetzt sind sie alle da. Und die Mühlen haben sich gelohnt. Ein bisschen wie im richtigen Afrika ist es jetzt. In Leipzig. Nächstes Mal gibt's Affentheater aus dem Leipziger Zoo. Bonobo-Mädchen Fimi erobert die Welt. Und noch mehr affige Geschichten bei Elefant, Tiger und Co.